Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten durchgeführt, an der am Nachmittag auch der Bundeskanzler teilgenommen hat. Im Vordergrund standen die Themen der Migrationspolitik und die wirtschaftliche Lage Deutschlands. Die Beschlüsse zur gemeinsamen Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern setzen die Linie fort, die auf der MPK im November letzten Jahres vereinbart wurden. Das Ziel besteht ja darin, dass weiterhin denjenigen geholfen wird, die einen echten Asylgrund haben, aber weniger Menschen nach Deutschland kommen, die keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben. In diesem Feld sind bereits gute Fortschritte erzielt worden mit den Vereinbarungen zum besseren Schutz der europäischen Außengrenzen, die Deutschland in der EU erreicht hat, und mit den verstärkten Kontrollen der deutschen Grenzen zu Tschechien, Polen, Österreich und der Schweiz, die von der Bundesregierung fortgeführt werden. Auch die im November vereinbarten Gesetzesänderungen im Asylrecht sind überwiegend bereits umgesetzt worden und in Kraft getreten. Der Anspruch auf sogenannte Analogleistungen tritt erst nach 36 Monaten statt bisher nach 18 Monaten ein. Eine Doppelleistung von Geld- und Sachleistungen, zum Beispiel für Verpflegung, wurde ausgeschlossen. Und Geflüchtete können nun bereits nach 6 Monaten statt früher nach 9 Monaten arbeiten. Bekräftigt haben die Länder die Einführung einer bundeseinheitlichen Bezahlkarte für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hamburg hat diese Bezahlkarte bereits eingeführt. Sie funktioniert gut. Die Nutzung ist in allen Geschäften und bei Dienstleistern möglich, die Kartenzahlungen akzeptieren, also bei fast allen. Die Bargeldauszahlung ist auf 50 Euro pro Monat beschränkt. Im Ausland und im Onlinehandel kann die Karte nicht genutzt werden. Auch Überweisungen ins Ausland sind nicht möglich, zum Beispiel um zu verhindern, dass Flüchtlinge dazu gedrängt werden, Geld an kriminelle Schlepperorganisationen zu zahlen. Wie gesagt, die Bezahlkarte wurde in Hamburg bereits eingeführt. Man hört, dass Bayern jetzt nachziehen möchte. Wir wünschen viel Erfolg und stellen unsere Erfahrungen gerne zur Verfügung. Das zweite größere Thema der MPK war die wirtschaftliche Lage in Deutschland, also einem Land, das erst vor kurzem zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden ist und das die höchste Beschäftigungsquote seit der Wiedervereinigung aufweist. Die Länder haben festgestellt, dass wir dennoch weiterhin mit großer Kraft an den Aufgaben arbeiten müssen, die frühere Bundesregierungen vernachlässigt haben. Die Digitalisierung zum Beispiel, ausreichende Investitionen in die Infrastruktur und der Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung. Einen gemeinsamen Beschluss, ein Bekenntnis zum bereits ausverhandelten Wachstumschancengesetz gab es heute leider nicht, weil die CDU-Länder ihre Zustimmung hierzu weiterhin nicht zusichern wollen. Das war schon im Vermittlungsausschuss vor 2 Wochen ein großes Problem. Es ist bedauerlich und unverständlich, weil die Maßnahmen des Wachstumschancengesetzes dringend und zeitkritisch sind. Zum Beispiel die steuerliche Förderung des Wohnungsbaus durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Um nur ein Beispiel zu nennen, das mit allen 16 Ländern und dem Bund im Grunde bereits vereinbart war. Insofern bleibt die Forderung an die CDU, ihren Widerstand aufzugeben und dem Wachstumschancengesetz im kommenden Bundesrat am 22. März zuzustimmen. Soweit für heute. Viele Grüße aus Berlin.